Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Mass Effect 2. Dies wird wahrscheinlich eine meiner Lieblingsfolgen sein, weil wir uns jetzt zum Reaper FFS begeben werden und unser Freund-Feind-Erkennungssystem der Reaper schnappen werden. Aber vorher habe ich ja, habe ich noch im letzten Video erwähnt, auch noch ein paar Ressourcen gesammelt. Und das wollte ich jetzt mal verwenden, um, ja, um die letzten Sachen nochmal zu verbessern. Einmal die Tenix-Kanone, die von Gervis vorgeschlagen wurde. Wir werden auch nach der Mission, später mit Gervis oder so vielleicht mal oder mit einer anderen reden, mit Upgrades. Die Schussverbesserung, also wichtig, Mineralscanner. Ja, Besteuerung ist ja nett, habe ich auch genügend Ressourcen dafür, kann ich machen. Waffen-Upgrades, Schwer Pistole, Sturmgewehr Schaden, das ist immer gut. Schussverbesserung haben wir nicht, Prototypen. Uranische Schrohflinte, kann man auch machen. Ich denke, nein, Fackelschütze nehme ich nicht. Uranische Schrohflinte, die ist super. Aber die kann ich glaube ich selber nicht verwenden. Medige Kapazität. Notfallschütze. Okay, da fehlt noch einiges aus, aber das sind noch kleine Nebenstände, die sind nicht mehr wichtig. Einfach alles habe ich an sich vorbereitet und bin bereit, jetzt über FFS zu gehen. Ich habe meine Zivilkleidung auch ein bisschen abgeändert. Wieder mal nach langer Zeit. Ich finde, das sieht einfach schick und lässig aus. So. Reißen wir jetzt mal über was schaffen. Ich freue mich. Da bekommen wir wahrscheinlich unser letztes Crewmitglied. Muss man nicht bekommen, kann man sich selber entscheiden, aber hier werdet ihr schon sehen, was ich meine. Und das Gebiet muss ich eigentlich auch mal 100% mal erkunden. Also wir haben da ein paar, wie gesagt, Nebenaufgaben, um mit dem Crew ein bisschen zu quatschen. Ein verlassener Reaper. Toller Name. 2 Kilometer langen Schiff umkreist, das unverkennbare das Profil des Reaper aufweist. Das ist also es hat wohl einigen Schaden erlitten. Jetzt muss ich mich entscheiden, wen nehme ich am besten für die Aufgabe mit? Weil wir einen bestimmten Charakter bekommen oder sehen werden, bin ich an überlegen, ob ich Tali mitnehme. Ich bin aber gerade auch unschlüssig. Tali habe ich sie auch mitgenommen, aber es könnte interessant sein. Wir werden vieler Hass begegnen. Hätte sich wahrscheinlich jeder schon denken können. Da wäre vielleicht ein Biotik oder Attentäter vielleicht nützlich, dann nehme ich vielleicht mal. Heute hätte nur. Ja, Thema in Weiß, warum nicht? Wir werden da gleich in Schwarz auch mal mitnehmen, aber mal die schwarze Kleidung lassen. Oder Morden so. Komm, Martin und Morden, die habe ich hier noch nie mitgenommen. So. Drei Schock. Meine Fähigkeit, die ist super. Jetzt überlege ich gerade. Schwere Waffen gegen Husk. Das Problem ist, die Waffe hat nicht viel Munition. Allerdings werden wir noch ein paar. Wir essen die Ableger nochmal, die ganz dicken Gegner nochmal. Und da sind die schweren Waffen praktisch. Da nehme ich, denke ich, mal am besten für die Masse das Giftsturmgewehr mit. Und gegen die Ableger das Widow. Ja, das reicht. Was ist das für ein Chaos, Joker? Ich gebe mein Bestes. Der Wind erreicht bis zu 500 km/h. Neben dem Reaper fliegt ein zweites Schiff. Es sendet keine FFS. Das Ladar identifiziert es als Geth. Dann ist ja klar, warum das Team sich nicht mehr gemeldet hat. Was ist da passiert? Die Masseneffektfelder des Reapers sind noch aktiv. Wir sind soeben dort eingedrungen. Ja, die Reaper machen, haben ihre eine Technik, wie eine Sphäre zu erschaffen. Im Auge des Hurricanes, was? Ja. Gegen Husk. Flammenmunition. Ja, wenn ich aber daneben schieße, kann reichen. Denn ich denke, fürs Erste, was du nochmal schiebst, du nimmst. Wird erledigt. Gut. Es gibt hier zu viele Schatten.
eine sehr coole Mission. Ich frage mich, wie ist der denn hier gestorben? Na, will ich gar nicht wissen. Ach, die äußeren Hüllen eines Vipers. Bäh. So, noch ein bisschen Geld schaffen, obwohl geldtechnisch, wenn man bis hierhin erst gut durchgeschafft hat, hat man geldtechnisch eigentlich keine Probleme, aber was man kriegt. Indoktrination ist schon echt eine mächtige Waffe der Viper. Allerdings ist das ja, glaube ich, je nach Individuum echt unterschiedlich, wie stark es angeht. Credits, super. Ja, nochmal Arbeitslogs. Warum habt ihr keine Max oder so hingeschickt, um das Rack zu untersuchen? Man hätte voraussagen können, dass es passiert mit dem organischen Wesen. Katalogisierung der Exemplare A203 bis B016 abgeschlossen. Kein Hinweis auf aktive Nanotechnologie. Dr. Chandana glaubt, sie wäre in den letzten 37 Millionen Jahren verrottet. Wir haben nicht genug Daten, um seine Annahme zu bestätigen. Er meint, die Wahrheit sei völlig offensichtlich. Ich mache mir Sorgen. Chandana starrt die Proben seit Stunden an. Er sagt, er hört ihnen zu. Das ist schon ein deutliches Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Normandy, ein Landetrupp! Was ist da gerade passiert? Der Reaper hat kinetische Barrieren aktiviert. Ich glaube nicht, dass wir von unserer Seite aus durchkommen. Wir sind gefangen. Wie beunruhigend. Ich möchte anmerken, wenn man als böser Shepard spielt und das hier, also abhängiger Shepard, und das hier sagt, gesagt wird, ja, sagt, sagt, sollte ich eigentlich schon selber sagen, wenn ich böse spiele, aber ich sag's mal hier, dass die Reaper-Schilde so stark sind, dass die Schlachtschiffschüsse Probleme standhalten können. Also, ja. Wir müssen die Barrieregeneratoren von hier deaktivieren. Irgendeine Ahnung, wo sie sind? Im Moment der Aktivierung habe ich eine Hitzespitze geortet, vermutlich im Masseneffektkern des Wracks. Übermittle jetzt die Koordinaten. Warnung: Der Kern hält den Reaper auch auf seiner Flughöhe. Wenn wir die Barrieren also ausschalten, um zu entkommen, stürzt das Wrack in den Planetenkern. Und das bedeutet, dass alle sterben. Versteh schon. Wenn uns irgendein Steuermann von diesem Ding runterholen kann, bevor es zu tief sinkt und zerstört wird, dann sind sie das. Wir suchen nach Überlebenden und sichern so viele Daten wie möglich. Bereithalten. Ei, ei. Weidmanns Hai. Ja. Jetzt sehen wir zum allerersten Mal, dass wir uns ein Viper innen drin betrachten. Richtig. Faszinierend. Benötigt Scanner von der Normandy. So viele Daten. Hat schon etwas von Aliens. Muss man vielleicht sagen. Sie sind verheiratet. Das haben Sie nie erwähnt. Katie hatte Probleme mit ihrer Aggressionskontrolle. Als mein Bruder geheiratet hat, versuchte der Trauzeuge bei ihr zu landen. Sie hatte die Treppe vor der Kirche runtergestoßen. Katie ist meine Frau. Die Geschichte habe ich dir erzählt. Nein, ich kenne doch meine Frau. Ich weiß noch, das war der einzige Tag, an dem sie Seidenstrümpfe trug. Ja, die mit der Naht auf der Rückseite. Daran erinnere ich mich auch. Was zum Teufel soll das? Wieso haben wir dieselbe Erinnerung? Gedächtnismanipulation. Beeinflussung ihres Bewusstseins durch den Reaper. Jungs. Seid ihr auch indoktriniert?
Ich meine, eure Waffen. Sie ziehen direkt alle auf mich. Was soll das denn? Gott, die ziehen halt auf mich. Jungs, ihr sagt nichts mehr. Jungs, bitte erschießt mich nicht. Ich erhöhe euren Gehalt. Okay? Okay, ich zeige das mir umfangen. Nur erschießt mich nur nicht. So. Aber ernsthaft, wie die da gestanden haben. Wie hat man das hier bitte schön geschafft, die Art zu arbeiten? Warum hat man hier keine Brücke gebaut? Keine Ahnung. Mal gucken. Ja, die Indoktrination der Viper ist schon echt krank. Ich meine, die haben dieselbe Änderung. Ich kenne, glaube ich, jetzt echt gar nichts, was das verursachen könnte. Keine andere Rasse oder sowas. Und das bedeutet hier auf Kack. Na dann. Hast, wie ich gesagt habe. Ja, die Roten sind richtig ätzende Gegner. Die Roten Husky. Die explodieren sogar, wenn man sich so nah ranlässt. Das ist unfair. Ach, komm schon. Ja, hier kommen ziemlich viele Husky. Deswegen braucht man eine Waffe mit viel Munition. Ich hatte mich schon gefragt, ob die Technologie zur Herstellung der Husks von den Geth oder von der Sufferin kommt. Die Umstände deuten auf einen Reaper-Ursprung hin. Yep. Ihr seid fast durch. Der nächste. Tschüss. Ohne Probleme. Zack, 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 tschüss. Munition geht zwar schnell leer, also pro Magazin, aber dann auch. 7 Munition insgesamt. Freundchen, du sollst mal abhauen. Danke. Wie das aussah. Blech. Meine Güte. Wie viel kommt da noch? Da kann man echt die Schrufe in die nehmen. Und jetzt kommt natürlich keiner mehr, wenn ich die Schrufe in die wechsle. Ja, klar. Schon der dritte Tag mit diesen Kopfschmerzen. Man sollte meinen, Chandler würde mir ein paar Stunden freigeben. Verdammt! Was? Das Ding, das gerade... Es war grau. Ist verschwunden, als ich es direkt angesehen habe. Es kam aus der verdammten Wand raus. Na super. Kurzer Cut, Entschuldigung. So, Cut zu Ende, weiter geht's. Ich hab was tun. Scharfschütze! Jemand hier drin ist noch am Leben. Und er ist ein ziemlich guter Schütze. Wunderbar. Hoffentlich sieht er nicht einfach zu sehen auf uns. Das wäre was. Das ist wertvoll. Präzisionsgeschaden. Okay, kann ich gut gebrauchen. Diese Stelle auf Wahnsinn ist extrem kacke. Ach nee, wirklich, Sherlock. Du stehst gerade auf dem Weg, Sherlock. Ach, das ist Tails Spezialfähigkeit. Er hat jetzt spezielle Munition. Interessant. Morden! Nein! Geh da hin, lieber. Ja, Tain, du bleibst auch besser da. Schon unterwegs.
Lassen wir es auf nächstgelegene Husker. Da, guck mal auf die Karte an. Vielleicht wäre Jack doch ein bisschen gekommen. Aber was war denn so... Scheiße. Was für ein Reichweite hat das Scheiß da? Hallo? Wie kaputt? Sie sind durch meine Schilde durch. Danke. Das Gute ist, dass man sich einfach nach hinten zurückziehen kann. Das Schaden gemacht. So. Meine Güte. Ja, auf Wahnsinn ist doch viel, viel schlimmer. Absolut hässlich. So, Raum noch schnell durchsuchen. Ja, die Indoktrination kann echt... eigentlich sollte man sich das ja anschauen können. Interessant, dass die Erklärung gerade nochmal aufgetaucht ist, obwohl es nicht nötig war. Man kann sich das eigentlich nochmal ansehen, genau, und erwähnen, was das hier ist alles. Aber jetzt will ich nicht abschwimmen, warum kann ich das nicht nochmal ansehen? Geht es um eine Bestimmung von Mitgliedern? Na. Nun gut, Zeit weiter vorzurücken. Zack, zack. Das war einfach, die Tür aufzukriegen. Das ist doch mal eine Ansage, die doch Mut macht. Oh. Shepard Commander. Yep. Hi. Der Gerd war der Scharfschütze. Ich dachte, Geth könnten nicht sprechen. Geth operieren niemals allein, sind als Gruppe viel stärker und klüger, soweit ich weiß. Ja, dieser Geth ist was Besonderes. Einer vor uns. Aber was nicht Besonderes ist, ist in diesen Nerven.
Morden, was habt ihr getan? Ich stand doch recht daneben, doch nicht auf die Kiste schießen. Mein Team sabotiert mich schon wieder. Alle sabotieren mich. Bei Halo sabotieren mich meine Teamkollegen. Alex, bin ich angesprochen, wenn du das hier siehst. Innerus 1 und 2, wie ich nur gesagt habe. Wie ist die Ausrüstung? Ja, je. Ich glaube, die Außenhülle hat einen geraden, wie hieß der Schaden hier entstanden? Muss ein ziemlich kleiner Durchschuss sein. Hey, ich habe die Schrofe, sonst mehr Schaden machen. Das wird nur Hass, das sind die billigsten Infanteristen, die kriegen wir jemals ab. Oh. Oh, der Ding ist schon. Aua. Lass mich los! Oh, da ist der Dicke. Deckung. Komm schon. Da sind zu viele! Hast du mir jetzt auch verpasst, sorg dafür, dass ich nicht auf dich aufpassen muss. Ach, noch einer. Den! Ja, da jetzt sind wir noch nicht noch übrig. Los, du musst auf. Hallo? Ich hab Flammenmusik kaputt. Cerberus, du hast dir echt zu viel Energie reingesteckt. Das ist ein stumpfes Durchkämpfen hier. Also, wer jetzt gemeckert hat, in den letzten Folgen gab es zu wenig Action, jetzt gibt's genügend. Es kommt einfach immer wieder. Cerberus, wie viele Menschen hast du hier hingeschickt? Kann doch nicht sein. Gut, dass das Gift echt so viel Munition mit dabei hat. Perfektes Horrorschiff ist das hier. Jetzt wird auch, dass es Nacht ist, dass ich kaum noch was sehen kann. Da wäre der Horror noch besser. Warum haben wir keine Sicherheitswechsel? Das nehme ich mit. Geh kaputt, los. Oh, nicht schon wieder einer. Na, mach das mal. Geht ab! Danke, gerade schon. Der wird so geht der hier. Hoppla. Den hat eine Fähigkeit! Den! Hey, wir müssen an unserer Kooperation arbeiten. Hier, mach doch mal. War das richtige Ziel, aber du hast die falsche Richtung geguckt. Meine Güte. Jupp! Jetzt kommt der Fette nochmal raus in die Packung haben. Kann er haben. Hier. Hey, Dicky, komm mal her.
Natürlich kommt er den nächsten Pfeifen. Gegen Hass keine schweren Scharfschützen mehr verwenden. Kleiner Tipp. Geht doch weg! Geht der Jack, ist er nach oder sonst mehr Angriffsfähigkeiten mehr nehmen sollen. Je mehr der Gegner praktisch werden. So. Morden! Morden, geh nicht so weit vor, bleib hier! Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Gespeichert, dass das was jetzt gut ist. Der ist, glaube ich, gerade erst gespawnt. Okay, bald erledigt. Weg. Bleib bei mir in den Nähren los. Ihr könnt euch sicher vorstellen, warum die Mission hier auf Fahrzeug scheiße ist. Geh weg. Hallo, weg. Davon kommst du auf einmal her? Ich hab dich gerade vorhin nicht gesehen. Geh kaputt! Ist doch netter gepanzert, als ich erwartet habe. Jetzt reicht's. Danke, Tain. Dass du den Job noch machst. Wo kommst du auf wieder? Okay, die klettern da hoch, aber dennoch, die sind durch die Wände, Boden geklippt. Kann es sein, dass die Spawner sie irgendwo am Hof zuspringen? Was uns mal gewandt, das gibt's nicht. Doch getroffen. Okay. Hopp. Tschüss. Das ist abgrundtief hässlich, verpiss dich. Scheiße. Oh, weg. Noch mehr Ärger. Ich lauf jetzt mal hier hin. Jungs, komm mal mit. In Ordnung. Stimmt. Es bleibt nur noch die Zerstörung des Masseneffektkerns. Wann stürzt das Schiff auf dem Planeten? Ich glaube, die meisten haben es schon beim ersten Mal verstanden, was passiert. Na dann. Komisch, mein Tresorraum. Hier gibt's mehr Sicherheit als bei der Sicherheit der Tür hier. Was? Dies ist eine Scheiße? Ist das FFS? Das kleine Teil. Na gut. Reaper FFS. Das Cerberus-Team hat sie also zurückgeholt. Aber wo sind sie jetzt? Ja, wahrscheinlich. Ja, nicht mehr da, weil hier, wer all was da alles rumlatscht, im Wundert's. Hier will ich, bei den Schiff will ich auch nicht arbeiten wollen, ich will mich sofort verpissen. Oh, unser Freund ist wieder da. Interessante Rüstung hat er an. Jeff, du hast einen übersehen. Feinde vor uns. Das ist jetzt ein reiner Überlebenskampf. Glaub mir, Wahnsinn, ist das die pure Hölle. Ich frage mich, wie gut die Pistole hier wäre. Die ist aber schwerer, aber...
Also komm schon, ich will es nicht mehr scharf machen. Musik ist geil. Okay, aber in den Kern schießen. Okay. Andere Methode. Hallo Geth, du liegst da einfach so rum. Ich dachte, Ken wäre etwas größer. Ich meine, für ein 2 Kilometer langen Geschäft wäre, müsste eigentlich der Ken auch gigantisch größer sein. Meine, der Normandy-Kern ist etwas kleiner, aber dennoch. Die Normandy ist nicht mehr ansatzweise so groß. Dann geh in Deckung und stimme ich den Weg. Wie viel von denen kommen eigentlich? Cerberus, du musst echt mal daran arbeiten, nicht so viele Leute auf einmal einzusetzen. Zurückgehen, einfach zurückgehen und schießen. So, noch einmal und dann haben wir es. Mir reicht's jetzt. Hallo? Mehr Zerschüsse sollen die nicht überleben, die Dinge hier. Komm, ich finde die Eier kriegen die mehr Schaden als mal auf dem Kopf. Noch Shepard! Und triff bitte! Ach Scheiße! Autsch! Da, knapp daneben, ey! Hier kommen die beiden! Oh! Komm! Mist! Und ist weg! Feuer! Ja, kaputt! Oh, ist das anstrengend. Warten Sie, Geth-Körper intakt. Das war doch Nida. Sollten ihn mitnehmen. Sein Verhalten war interessant. Ich würde ihn mitnehmen. Jungs. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Es ist ein enormes Risiko. Aber nicht unser erstes. Uns läuft die Zeit davon. Gehen wir. Ich weiß gar nicht, wie schwer das Teil ist. Durchhalten, Leute! Backbord Luftschleuse öffnen. Zu Befehl. Wir sind soweit, los!
So wie bei Fest wurde erfolgreich geschaffen, dass das Service-Teams auf Viper-Schiff bedeutet, aber nicht überraschen. Warum hast du es überhaupt hingeschickt nach dem toten Viper? Okay, man kann theoretisch ausgehen, dass die Technologie nicht mehr funktioniert, aber man hätte doch sicher erstmal Max oder andere Teams hinschicken können, aus mechanischen Teilen, um, ja, ihr wisst, was ich meine. Mehr Sicherheit eben. Bei Cerberus ist Sicherheit nicht groß geschrieben. Das müssen wir echt überarbeiten. Nun gut, aber wir haben das Wesentliche, wo wir gekommen sind, und haben einen neuen Gast. Aber den neuen Gast werden wir erst in der nächsten Folge reden. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere ihn, die Belohnung ist erheblich. Also man kann sich hier entscheiden, ob man mit ihnen erst redet oder was Cerberus übergibt. Wenn man ihnen Cerberus übergibt, wird im Mass Effect 3 was sehr Interessantes passieren. Das würde ich wahrscheinlich mal auf neutral mal machen. Ich will wissen, warum ein Stück M7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Halte ich auch für unwahrscheinlich, vor allem, dass Werbe noch ein großes Loch ist und die Reparatur ist dann irgendwie doch nicht abgeschlossen. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun. Nicht tue ich doch immer. Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Die Interesse der Menschen wäre mit der Kommunikation der Geth aber auch ganz gut getan. Irgendwie können wir es nicht mehr von ihnen erfahren. Ja. Übrigens, ich glaube am Anfang, als er zum Essen mit uns geredet hatte, Geth, hat man glaube ich sogar schon seinen Namen gesehen. Aber ja. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Ja, ja. Kennen wir doch. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Dieses kleine Teilchen? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Dann pass einfach gut auf. Ich vertraue Ihnen, Edi. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Ja. Wieso habe ich... Manchmal musst du die Spiel hier die einige Logik irgendwie erklären, ne? Warum zum Heck, Teufel, was auch immer, hab ich 5 abtrünnige Punkte bekommen? Ja. Nun gut, das Schiff ist voll abgegradet. Hey. Wir haben einen Geth im VI-Kern? Ja. Das beunruhigt mich aber schon ein wenig. Ach was. Hoffentlich aktivieren sie ihn nicht. Aber das wissen sie ja am besten. Wenn ich mit denen reden will, muss ich ihn aktivieren oder nicht? Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Das kann jetzt ein kleines Problemchen werden. Aber auch nur vielleicht. Eigentlich ist es jetzt so, wenn man den Geth bekommt, man kann jetzt die Möglichkeit, ja, man kann ja schon voraussehen, dass es unser neues Crewmitglied sein wird, müssen wir für den natürlich auch eine kleine Nebenmission machen. Und bevor das Reaper-FSS bereit ist, ja.
Ich werde zwar so sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mit dem Geth mal reden. Aber erstmal will ich ganz kurz mit dem Machine Deck kurz mal reden, ob da der was Neues zur neuen Kanone sagen. Warum das Reaper FFS ein kleines Problemchen darstellt, ja, werden wir noch sehen. Hat irgendeine total seltsame Tech in die Hauptgeschütze gepackt. Sie verbrauchen jetzt fast doppelt so viel Energie. Aber sie scheinen ziemlich wirkungsvoll zu sein. Das sind sie. Keine Sorge. Ein paar Handgriffe an den vorderen Kondensatoren und das Gleichgewicht stimmt wieder. Ja gut, ich bin auch gespannt. Ja. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da bin ich eigentlich bei den inaktiven Geff eigentlich und dann reden wir direkt mit ihnen los. Und dann noch einen schönen Abend, Tag, was auch immer. Tschüss.